Denkst du, was ich denke? Das wird's jetzt noch weh. Ey, ihr dürft hier nicht eintreten! Müssen wir jetzt wieder diese... Ich denke doch. Garantiert. Ah, ich dachte, wir müssen wieder... Da kann man Reifen rausgewollt. Die waren noch ganz nett. Die haben uns sogar Autos geliehen. Ja, wir mussten nur freundlich fragen. Für euren ersten Film wart ihr richtig gut. Was bist du? Ah, ne. Ja, okay, aber was? Was ist mit der Bezahlung? Wo sind die Kohlen? Was ist mit der Kohle? Ja, natürlich. Ihr habt das Geld verdient. Meine Assistentin Sophia erwartet euch mit den Schecks im Büro. Ah, die schöne Miss Sophia. Worauf warten wir noch? Lass uns gehen. Warte einmal ganz kurz. Ich habe jetzt keine Zeit, ich arbeite. Aha, den kann man labern. Ja, den kann man auch einen Schluck, ey. Einen ordentlichen Schluck. Ah, sagt der Typ auch irgendwas Cooles? Ich heiße Lardo. Und du? Ich nicht. Es läuft Oliver Onion hier. Dieser Film wird ein Erfolg. Ja, sicher ein Riesen. Außerdem hört sich Slaps and Beans meiner Meinung nach mehr wie ein Titel für ein Videospiel an. Hey, hast du das gehört? Fräulein Sophia ist beschäftigt. Kommt morgen nochmal vorbei. Was? Hast du das auch gehört? Vielleicht ist sie in Gefahr. Mach schon Platz. Wir müssen da rein. Werdet ihr sonst ungemütlich? Wir werden sonst sehr ungemütlich, müsst ihr eigentlich sagen. Nun, wir werden sogar sehr ungemütlich. Alles klar, Jungs. Plan B. Die zwei wollen uns auf die harte Tour. Wie geil, ey. So, da kriegt jetzt erstmal hier einen. Ja, warte, ich mach mal hier. So, der Typ ist fertig. Boah, die sehen ja geil aus, wie geil die Typen aussehen. Er lebt noch. Scheiße, ich vergesse immer A zu drücken dann in dem Moment. Stopp die zwei! Er ist schon wieder ein böse Sheriff. Ja. Sie entführen das Mädchen, der war gar kein Schauspieler. Sie entführen unsere Kohlen. Boah, die Musik, Alter. Boah, ich kann mich sogar dabei so drehen, während ich das beste Move hatte. Das ist mega geil. Das finde ich voll witzig, wenn die am Boden liegen und ich warte, bis die auf... Einfach draufhauen. Das bist du. Ich sag dir, was los ist. Die Typen haben gerade unser Geld entführt. Und meine Freundin. Deine Freundin? Sie hat noch nicht mal mit dir gesprochen. Aber sie hat mich gesehen. Worte sind nicht so wichtig. Nach dem Casting hat sie mir in die Augen geschaut und mich angelächelt. Ich sag's doch. Wir müssen den Regisseur finden und ihm erzählen, was passiert ist. Aber erstmal gibt's hier noch Fratzengeballer. Boah, dann habe ich nur einmal eine reingehauen. Okay, das sind wieder die nur einen Schlag verpassen. Übertragen. Das sind immer nur nicht die Hayupais, die aus der Tür kommen. Da kannst du noch ein Bier nehmen. Mal fertig. Du hast zwei Bier in der Hand. Warte, ey, nicht drei. Boah. Oh, da kommt schon wieder böse. So, Schießerei. Wo hat sich der Regisseur versteckt? Er ist nach rechts gelaufen. Nein, jetzt nach links. Nein, noch rechts im Büro. nein, er ist... Stopp, was seid ihr nur für Idioten? Warum laufen die mal leicht so frei rum? Ergreift sie! Und der mittelmäßige Regisseur kümmern wir uns später. Boah, das ist geil, ey. Es sind schon alle kaputt, oder was? Ey, du Hi-Fi, warte. Erstmal Bier hier. Zack. Ey, er hebt hier erstmal das Bierglas auf. Ach,
Warte, ich will das auch versuchen, ob ich zu... Ah, oh, fuck, ey. Mir ist eine weggeschmissen. Boah, jetzt glaube ich, kann auch zwei nehmen. Ganz kurz. Da ist er, der mittelmäßige Riss. Ist das Bild drauf? Sieht sie weg? Ja, und du hast uns einiges zu erklären. Die haben Sophia entführt und die Hälfte der Leute am Set waren deren Komplizen. Und unsere Kohlen, die haben sie jetzt auch entführt. Gestohlen. Gestohlen ist der richtige Ausdruck dafür. Meine Kohlen haben auch Gefühle. Für mich ist es eine Entführung. Punkt. Kann ich also gehen? Nein! Okay, ich werde alles sagen, was ich weiß. Der Film, die Crew und das ganze Set wurden von einem gewissen Tango finanziert. Im Gegenzug für das Geld stellte er zwei Bedingungen. Er wollte das Mädchen und die ganze Crew für den Film haben. Er wollte auch zwei Schauspieler für die Hauptrolle auswählen, aber die sind nie erschienen. Also haben wir euch genommen. Dieser Tango gibt zuerst Zaster und dann erführt er es wieder. Offenbar scheint er mehr an dem Mädchen interessiert zu sein als an dem Geld. Der Einzige, der ständig vom Mädchen redet, bist du. Wir müssen also diesen Tango finden. Haben Sie eine Ahnung, wo der Kerl steckt? Heute findet ein Autorennen statt. Herr Tango wird den ersten Preis persönlich den Gewinnern überreichen. Oh, wie geil, es ist schon klar, was wir jetzt machen. Nun, worauf warten wir? Lass uns dieses Rennen gewinnen. Oh, herrlich. Aber wir haben noch keine Autos, um ein Rennen zu fahren. Noch nicht. Warum habe ich schon wieder dieses mulmige Gefühl? Gott, ey. Das heißt, jetzt müssen wir Buggy fahren, ne? Das war ja auch das Buggy-Lied, ne? Oder? Nee, das Buggy-Lied ist... Das war, Flying to the Air jetzt gerade, ne? Ja. Kann man mit den... Ach, wundervoll, ja. Ne, kann man nicht. Wir müssen weitergehen. Der gute alte rote Buggy mit einem gelben Häubchen. Da, lass mich das machen. Hallöchen. Wir sind Rennfahrer. Dann kommt noch nächste Stunde mit euren Autos eher zurück. Klar, machen wir. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit die Strecke mal testen. Langsam verliere ich meine Geduld. Kommt zurück mit euren Rennautos. Verschwindet jetzt. Okay, das lief jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ach, wirklich? Ich dachte, wir kauen die jetzt einfach um. Dachte ich auch. Was ist los, ihr Bruchpiloten? Wollt ihr ohne Autos am Rennen teilnehmen? Und wer seid ihr? Wir sind echte Rennfahrer, ausgewählt von Tango, Gewinner der letzten drei Meisterschaften. Kommt wieder, ihr Verlierer, wenn ihr gelernt habt zu fahren. Denkst du, was ich denke? Das wird selbst noch weh. Ey, ihr dürft hier nicht eintreten! Müssen wir jetzt wieder diese... Ich denke doch. Garantiert. Ah, ich dachte, wir müssen wieder... Da kommt ein Reifen rausgerollt. Die waren doch ganz nett. Die haben uns sogar Autos geliehen. Ja, wir mussten nur freundlich fragen. Perfekt. Wir sind bereit für das Rennen. Scheiße. Ach geil, das ist... Guck mal, ich nehme den roten. Ja, ich nehme den roten. Wie geil, dass das andere gelb ist. Wollen wir die Karten entscheiden lassen? Nein. Ach, soll das heißen, dass ich ein Falschspieler bin? Wie wär's mit einem Wetter ziehen? Genau das wollte ich sagen. Was, wenn wir nicht ein ehrliches Tau ziehen? Nein. Weil ich zu stark für dich bin, ja? Genau das wollte ich sagen. Ich habe eine Idee. Wir lassen Bierwürstchen entscheiden. Sehr schön. Und wann geht's los? Ich würde sagen, jetzt. Scheiße, ey.
Okay, wie macht man das? Drücke die Tasten zur richtigen Zeit, um zu essen. Trinke Bier, um die Geschwindigkeit zu verringern. Okay. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah! Wie trinkt man denn Bier, um die Zeit zu verringern? Das gemacht. Weißt du, wie man Bier trinkt, um die Zeit zu verringern? Bis jetzt nicht. Ja, ich sehe schon. Also ich fahre den roten, ne? Glaub ja. Wie lang geht das? Keine Ahnung. Ah. Ach, ich schon wieder zu früh gedrückt. Und jetzt? Bei mir geht's nicht mehr weiter. Was soll das? Das ist doch voll kacke jetzt, ey. Jetzt hast du mich echt überholt. Ich war viel besser in der Scheiße. Toll. Du kannst auch übrigens Bier trinken, Jörn, ne? Mit X. Oh. Ja, man trinkt doch Bier. Dann verringerst du das wieder und machst weniger falsch. Mach's halt nicht. Scheiße, ey. Ich wünschte, ich hätte nicht die Zeit verringert. Ja, ich sehe schon. Ich werde den gelben Buggy fahren. Ey, so eine Kacke. Ich wünschte, ich hätte nie das Bier getrunken. Das ist doch scheiße. Ah, nein. Oh, ich muss Bier trinken. Warum bin ich auch immer so großkotzig? Ah, guck mal, jetzt gewinnst du aber. Jetzt guck mal, jetzt überholst du mich wieder, weil ich so schlecht bin. Ah! Na gut, die 14 Sekunden halte ich so noch durch, ey. Hey Keule, ich bekomme ein Vanilleeis mit viel Sahne. Hätte jetzt eigentlich noch sagen müssen. Bläh. Oh Mann. Scheiße, ey. Ja, ich habe ne, ganz kurz habe ich gedacht, ich verliere es doch noch. Ja, das war irgendwann zu schnell. Ich hätte das Bier mal vorher trinken sollen. Ja, habe ich dir ja gesagt, aber dann wurdest du gierig. Das ist gar nicht im kompletten Bild. Die ersten dreimal auf das Podium zu kommen, wahrscheinlich. Warum ist das nicht im kompletten Bild? Und wie fährt man? Ich hab keinen Schimmer. Wahrscheinlich Y oder B, will ich sagen. B, sag ich jetzt erstmal. Nee, ZR. Das ist wie Micro Machines, Jörn. Boah! Boah, hat das Slowdowns. Okay, das ist jetzt echt ordentlich buggy. Haha, im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiße. Boah, Alter! Fahr ich jetzt falsch? Nee, ich bin eine Abkürzung gefahren. Oh Gott, bin ich schlecht. Boah, das Framerate-Einbrüche. Also es liegt nicht am schlechten Stream. Es ist tatsächlich das Spiel. Boah, das ist fast unspielbar. Das ist ganz ey, das grauenvoll. Ohne Scheiß, das ist unspielbar. Ey, wir müssen unter die ersten drei kommen, ne? Wir sind 9er und 10er. Ja, was soll ich machen? Müssen wir beide unter die ersten drei kommen? Also zumindest einer bestimmt. Nein!
Puh. Das geht doch noch weiter, oder? Das war doch erst die erste Runde. Noch nicht mal. Weil ich hab das nicht gecheckt, was jetzt gerade passiert ist. Hast du das jetzt verstanden, was das nicht jetzt richtig, sollte? Ne? Ach so, wir dürfen nicht zu weit auseinander sein. Dann deshalb Ja, wait for your buddy. Ja. Ach guck mal, das schaffen wir, aber die sind doch sehr schlecht, die beiden. Die beiden? Die anderen. Die anderen acht. Ja, nicht nur die anderen acht, ich auch. Scheiße. Wo bist du denn? Alter! So, jetzt kann ich halt auch mal. Weißt du, wie man bremst? Ne. Auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich dazu kommen soll. Ich sag gerade noch zu dir Micro Machines und. Boah, jetzt bin ich aber voll von der Strecke runter. Boah, das Rennspiel ist nicht so geil. Boah, das ist richtig übel zu steuern. Und die Steuerung macht überhaupt nicht mit. Wenn ich in eine Richtung drücke, macht er eine halbe Stunde das, was ich gedrückt habe. Also eine halbe Stunde später. Das ist richtig übel. Na. Alter. Hau ab, du willst nur Erster werden. Zack. Scheiße, ey. Ey, du Assi, hör auf, mich da reinzudrücken. Boah, fahr durch die Ziellinie und mach dir beide Ende, ey. Das ist ja ganz grausig gerade. Ach, da geht's lang. Nein! Oh, ich hab gedacht, es geht nach links oben. Jetzt kommt das Ziel, ne? Ja, sieht so aus. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, scheinbar. Und immer noch. Jetzt macht das von alleine. Boah, das war ja doof. Das hat mir auch nicht so gefallen. Ich will mehr hauen. Der Typ ganz rechts hier, der Ansager. Ein Applaus für Herrn Tango, der jetzt den Preis übergeben wird. Boah, guck mal, wie der aussieht, der Tango. Ja. Chef, das sind die zwei, die uns reingelegt haben. Ich habe es dir doch gesagt, dass sie es nicht kapiert haben. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Oh, da stand irgendwas. Chef, da sind sie, die Typen vom Set. Haltet sie auf! Du, so wie es aussieht, möchten uns diese Herren nicht vorbeilassen. Glaubst du? Alles klar. Ich drück die ganze Zeit, das passiert einfach nicht. Das ist so geil, dass die einfach mal so, volle Biergläser aus den Taschen verlieren. Mhm. Das ist etwa Wermutbrühe? Ich drücke manchmal immer für den Special-Schlag die falsche Taste, weil ich immer denke, dass das A wäre, was es nicht ist. Verdammt. Ja, cool, ja. Oh, ja, was? Ja, boah, der Clown ist geil. Das ist so geil, wenn du drauf machst und dann so ein Salto machen. Oh, was war das denn Schönes? Guck mal, jetzt habe ich einen Kö und ein Glas in der Hand gehabt. Entschuldigen Sie, Herr. Klar, er ist gleich hier drin. Okay. Haha, ich hab sie reingelegt. Los, Jungs, sie sind irgendwas. Das ist in der Falle. Warum ist denn einer noch normal da rausgekommen? Ein bisschen buggy, das Spiel. Ja, ein bisschen. Das macht trotzdem Spaß, auch wenn es buggy ist.
Das ist das Lied von ganz von Anfang an. Genau. Aber sie nannten ihn Mücke. Ich finde das voll krass. Ich habe wirklich, ich habe keine Erinnerung an sie nannten ihn Mücke. Der ist mit Bud Spencer der allein. Ist, genau, ne? Er ist mit Bud Spencer. Ist er da so ein Detektiv oder so? Nee, das ist Plattfuß, ne? Genau. Das ist ein Film, wo er ein ehemaliger Footballspieler ist. Nicht Boxer? Ein Footballspieler. Und da wird ein Footballspiel zwischen irgendwelchen Armee-Heinis und irgendwelchen Losern dann stattfinden, die dann einfach nur einen Punkt machen müssen, den Bud Spencer natürlich dann auch am Ende macht. Wenn wenn ich hier als Terence Hill das Glas Bier aufhebe und das Bier trinke, ne, dann muss ich immer an eins denken. Keiner haut wie Don Promillo. Ey. Hau die kaputt da, ich will auch wieder mitmischen hier. Ey, da ist immer noch einer. Sauber. Wo sind die hergekommen? Die sind auf einmal einfach erschienen. Aber dafür ist das Spiel musikalisch halt herbe geil, ey. Diese ganze Oliver Onion Musik ist mega super. Ja, ich glaube auch, dass das Spiel, also das Spiel ist wirklich super. Das macht die Bugs herbe sind halt viel Spaß gerade, aber ja, bis jetzt hält sich's ja mit den Bugs so ein bisschen noch in Grenzen. Das Schlimme war gerade wirklich das Rennen. Ja, ich finde das voll krass, dass das echt bei so einer Grafik so krasse Framerate-Einbrüche hat. Also das fand ich wirklich schon extrem. Bitte rettet meinen kleinen Schatz! Ja! Ach so, eine Katze. Ich dachte, ein Kind auf dem Ding da, ey. Aber nein, die Katze, meine Tochter. Ah, okay. Ja, was müssen wir jetzt machen? Du musst das als Bud Spencer bestimmt anhalten. Wir müssen einen Weg finden, das Karussell zu stoppen. Okay. X. Ach ja, du musst das machen, okay. Nein, ah, fuck. Gehen wir aus dem Weg. Kannst du nochmal X drücken? Ach so, nee, ich muss zur Katze hin. Nee, wie geil er reingesprungen ist, hast du die Animation gesehen? Ich hab schon wieder vergessen, dass wir das Kind retten müssen. Ich dachte, jetzt muss die Katze retten. Deshalb war ich auch so verwirrt. Ich würde auch lieber die Katze retten. Echt mal. Obwohl die gar nicht so aussieht, als ob sie gerettet werden müsste. Ah, Mami! Vielen Dank, ihr habt meine Kleine gerettet. Vielen Dank, meine Helden! So, Schlägerei jetzt hier. Kack was auf Kinder. Ach. Das wolltest du machen, ne? Was ich gemacht habe. Ja, aber schön reinrennen und wegbremsen. Das war jetzt aber auch einer normalen Zivilisten, den ich da umhauen wollte. So. Aufstehen. Das finde ich mega gut. Hör mal zu, Knacks. Ach scheiße, ich hab ihn weggedrückt. Ja, super, ey. Jetzt gibt's hier einen Powerpunch. Ich sag, Bud gewinnt. Der Typ hat auch nicht viel in der Birne. Warum steht denn da mal X? Drückst du auch X, oder? Okay. Okay, bei dir ist das... Hör mal auf! Hör mal auf! Nee, war richtig. Einfach warten müssen, bis es immer auf dem grünen Ding ist. Ja, ja, genau. Immer, wenn es davor ist. Ja, aber bei mir war das immer so abgehakt. Ich dachte, wir müssten aufhören, damit das normal läuft. Ich hätte gerade so einen Rhythmus, sonst hätte er aufgehört. Was, Geisterbahn? Warum versteckt sich jemand in der Geisterbahn? Ich sehe schon, du machst dir vor Angst in die Hosen. Ich und Angst? Lass uns reingehen. Kann man auch weiter nach rechts gehen jetzt eigentlich? Nee. Der Typ sieht geil aus, der sieht aus wie ein alter Ringrichter aus dem WWF. Ey, guck mal, Tango. Das Tango. Kümmert euch um diese zwei Kakerlaken. Klar, Chef, die werden hier nie vorbeikommen. Ich glaube, er ist wieder weggerannt. Denkst du, er mag uns nicht? Das ist genau das, was ich denke. Oh, Bud Spencer sieht so geil aus, wenn er läuft, ey. Das irritiert mich immer, dass das X angezeigt wird und nur du das ausführen kannst.
So die mir passiert, ey. Was für eine Freude, Sie wiederzusehen, mein lieber Herr Knacks. Das reicht jetzt. Ihr seid fertig. Nein, ihr fallt fertig, meine Männer. Meine Männer sind die perfekten Schlägermaschinen. Eierweg endet hier. Hast du schon mal versucht, ein Auto im Gipskorsett zu fahren? Oh Gott. Boah, Alter, die Framerate schon wieder. Oh Gott, ey. Da muss aber mal gepatcht werden. Das ist ja wohl unglaublich, jetzt mal ohne Scheiß, dass bei so einem Spiel so eine Kacke hier passiert, ey. Das ist so ein Gefährt auf dem Bildschirm. Oh, Kacke, wir können nichts mehr machen. Dann nimm ihn auf. Ja, Knacks, ey. Entschuldigen Sie, Herr. Echt jetzt? Wow. Und er ist auch tot. Das war der Endgegner. Was wollt ihr von meinem Chef? Er hat keine Zeit, um sich mit euch zu unterhalten. Was? Boah. Jetzt reicht's aber hier. Alter, was macht man gegen den? Das ist der Erste, der uns Energie abzieht, ey. Ich drück doch die ganze Zeit X. Ja, du... X erst drücken, wenn man klein ist, also wenn er dich gehauen hat. Okay. Wir haben dir noch gar nichts abgezogen. Doch, jetzt. Okay. Der macht mich gleich fertig, ich verliere gleich ein Leben. Gibt's hier sowas überhaupt wie Leben? Ja, weiß ich nicht. Jetzt. Du musst ja noch nicht. Aber ist hier kaputt worden? Nein. Du kam aber hier. Selbst wenn man dahinter ist, klappt das nicht. Ich hab ihn schon ein bisschen was abgezogen, aber genau, immer so von hinten. Ah gut, einer muss ihn ablenken und einer mit A arbeiten. Jetzt greif du ihn an! Ah, ja, scheiße. Versucht, geht nicht. Guck, der haut mich sofort um. Ha. Kannst nur mit laufen und treten dann immer. Guck mal, jetzt kommen wir vom Weiten und laufen, genau. Und jetzt schnell weg! Boah, ich bin gleich tot. Kriegen wir hin, wir wissen, das geht. Gleich sind wir wieder aufgefüllt. Guck mal, jetzt wieder vom Weiten hier hin. Jetzt hat er mich getroffen, guck mal, wo ich bin. Das geht ja wohl gar nicht. Ich bin extra oben gewesen. Kann ich dir irgendwie helfen jetzt? Hast du das gesehen? Ah, guck mal, ich hab dir geholfen. Ja, okay. Ich war hier oben und er da unten. Ja, habe ich gesehen. Weil wir schaffen den trotzdem jetzt gleich. Immer nur dran laufen und dann einen Tritt geben. Fertig. Und dann wieder weg. Und dann wieder von der anderen Seite. Scheiße. Genau, trink das Bier mal. Alles klar. Scheiße. Warte, ich schmeiß das Bier auf ihn. Ah, es hat nicht. Nee, Jörn, du musst zu mir hin. Und ja, wenn er gleich weg ist. Das, jetzt mach mal X, genau. Damit du mich wieder aufhörst. Ja, sehr gut. Ich helf dir. Ja, warte erstmal. Lass ihn erstmal wieder weggehen. Mach das Rennen und sowas. Und jetzt komm zu mir. Mach X. Alles klar. Oha. Ey, sag mal. Jawohl. Ja. Hab ich gerade die einen reingehauen? Weiß ich nicht, nein. Kack, was drauf. Push mich auf. Okay. Noch einmal, dann ist er tot. Mach ihn fertig. Jawohl. Ja. Na, kannst du mich jetzt sehen? Ja, ich kann dich ziemlich gut sehen. Nun, ich denke, es ist Zeit zu gehen. Es wäre geil gewesen, wenn du ihn jetzt super leicht auf das Ding getreten hättest. Ja.